Sande. Halt! Komm mit! Zubat! Also irgendwie... sind die noch ein bisschen buggy. Oder ich bin einfach nur zu blöd. Sande genau hier. Good boy. So, das darfst du behalten. Hat Esmeralda noch zu essen? Hat sie. Und sie ist gelevelt. Ja, ich würde sagen, auf die machen wir mal so richtig auf Tempo. Noch immer gelevelt. Sam, mitkommen. Disable following. Access inventory. Okay, er hat auch noch zu essen. Er hat nicht mehr so viel zu essen. Das ändern wir mal kurz. Dumbo. Hat gar nichts mehr zu essen. Oh, oh. Ist aber unverantwortlich. So, Dumbo hat... unser Fiomia hat... Sam hat... hat Zubat noch Hunger? Krieg ich auch nochmal was zu essen? Spikey? Auch noch was essen? Don. Auch noch mal was essen. Und mal ein paar Azuberries. Esmeralda hatten wir, glaube ich, gerade. Unseren Speedy. Pretty. Schon wieder gelevelt. Darf auch noch mal was essen. Und kriegt auch noch mal ein paar Amarbeeren. Amarbeeren für Amanda. Finde ich gut. Also wirklich. Das gehört sich nicht, Kollege. Wer war das jetzt schon wieder? Wer war es das? Hm. Gut, rückblickend hätte ich ihn nicht unbedingt Zubat, sondern auch Aerodactyl nennen können, wenn wir schon mal Pokémon sind, aber trotzdem. Das sieht noch sehr unfertig aus hier. Eigentlich hatte ich vor, ihn auf dem Dach zu parken. Ich bin mir sicher, mit ein bisschen rum hin und her probieren, würden wir das auch schaffen. Ich habe nur ehrlich gesagt wenig Lust, dass der vielleicht irgendwo festbackt und dann dürfen wir wieder irgendwelche Teile vom Haus abreißen, um den Herrn da dann rauszukriegen. Da habe ich nicht so wirklich Bock drauf. Okay, das ist gut. Aha. Meine Güte, was ist mit meinem Inventar los? Dreimal Dino-Kacke. Dreimal Dino-Kacke. So, gucken wir einmal nach unserem Garten. Fertilizer 8000. Boah, können wir mal wieder nachlegen. 1000, oh, der wäre bald trocken gelaufen. Oh, da wächst langsam was. Das ist ja cool. Es wächst. So, zweimal Medium. Medium. Haben wir noch mehr? Rodino-Kacke. Komm, Jungs. Komm, ihr seid... ihr seid sonst so fleißig. Ihr seid sonst Weltmeister im Kacken.
Jetzt will ich mal, dass ihr ein Häufchen legt, und dann macht ihr es nicht. Ja, echt, Sam. Schlimm, ne? Da hat doch gerade irgendwer. Immer diese ungebetenen Gäste. Ist ja schlimm. Ich muss echt mal einen vernünftigen Zaun hier ums Grundstück ziehen. 16, 18, 8, 12. Okay. Ja, hier brauch. Access Inventory. Fertilizer. Seed. 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 Wir haben 90 Leder dabei. Wo kommt das denn alles her? Alter Schwede. Ah, hier wächst tatsächlich schon was. Ist ja cool. Wait, what? Kollege? Ich glaube, du bist hier falsch. Hallo? Okay. Ich hoffe, der trampelt uns da nichts über den Haufen. Na, wird das schon nicht. Erstmal aufräumen. Jagdbeute. Haben wir einiges gesammelt. Hier kommen Narcoberries rein. Das Narcotic kommt hier auch rein. Und das Boiled Meat kommt hier rein. Alles, was wir an Bären haben, kommt hier rein. Meine Güte, guck mal, was wir hier schon an Bären haben. Wir haben schon über 200 von den Bären. Okay, ich glaube, die Kiste ist voll. Frag mich jetzt nicht, wie ich darauf komme. Haben wir noch Spark Powder? 12. Okay. Ja, gut. Hält. Fiber. Fiber, 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 Fiber. Repair? Okay. Dann muss ich die repairen. Naja. Das, das. Die Hälfte davon weg. Die Hälfte davon weg. Der Stego inzwischen weg. Ich finde die Anwesenheit von dem irgendwie beunruhigend. Geh bitte wieder. Was ist denn hier los? Leute. Ich muss das dringend abzäunen. Das geht so nicht. Dino-Kacke, Dino-Kacke. Einzäunen, das geht so nicht. Muss ich mich mal schlau machen, wie ich das mache. Erstmal ordentlich Fertilizer hier ins Beet hauen. Dass das uns nicht krepiert bei unserer nächsten Expedition. Das war nämlich schon bei einem Beet fast soweit. Wieso kann ich jetzt nicht... Hallo. Geht doch. Und den Seed hier nochmal rein. Zubat? Leute? Was ist los hier? Ich muss dringend die Aufnahme beenden. Irgendwie ist das hier gerade alles verhext. Stehen hier auf einmal alle da hinten.
Leute. Es kommt mit. So. Spike ist gelevelt und stehen bleiben. Stehen bleiben. Zu weit, ich habe gesagt, stehen bleiben. Ha. Mitkommen. Also irgendwie ist dieser Flugsaurier mega buggy. Jetzt komm, oh, stopp. Hm. Merkwürdig alles. Jetzt. Wo ist Zubat jetzt schon wieder? Da hinten? Ich muss hier direkt die Aufnahme machen. Spike, ich hab doch gesagt... Was ist denn hier los? Die bewegen sich alle munterfröhlich. Das will ich nicht. Ja, hm. So ganz glücklich bin ich damit auch nicht. Warte. Besser. Ja, Spike kann da von mir aus als lebende Mauer stehen bleiben. Dumbo kann ich ja manuell umparken. Und seinen kleinen Raptor auch. Der ist unfassbar schnell. Und zu guter Letzt Samboy. Der süße Kleine. Muss ich nur noch Zubat wieder einfangen. Der ist irgendwie... Ja, ich weiß auch nicht. Komm mit. Jetzt lande doch einfach hier. Der fliegt irgendwie, müssen wir ein bisschen weiter und landet dann irgendwo. Da kann ich mit leben, wenn er hier bleibt. Und du bist definitiv neutral von Aggression, genau. Du bist passiv, ihr macht gar nichts. Gelevelt, cool. Auch gelevelt. Genau, und ihr... You're starving. Ich bin so recht. Moment, habe ich Holz? Habe ich Holz? Habe ich Holz? Habe ich Holz? Und noch einmal.
einmal Dinosaur-Fezes da rein. Moment, falsche Kiste. Und hier auch nochmal. Das Gammelfleisch räumen wir mal wieder in den Kühlschrank. Was läuft als erstes ab? 8, 11, 1 Stunde 6. Nehmen wir das mit. Haben wir noch Holz? Nein. Toll. Also gleich erstmal wieder Holz holen. Ich werde dehydrated. Einer mit. Kriege ich da irgendwie nicht mehr rein. Wenn ich so mache, dann geht's. Okay. Das machen wir mal anders. Zack, zack, zack. Ja, ja. Ha, jetzt geht's. So. Gut. Ich denke mal, ich beende die Aufnahme für heute. Sie hat sehr chaotisch angefangen. Was war das? Ist das Gebiet hier 1 und ich komme da nicht mehr drauf klar. Naja, im nächsten Level ab. Die Aufnahme hat sehr chaotisch angefangen mit dem schmerzhaften Verlust von JD und Tatze. Dann haben wir noch Hörnchen getamed, einen Parasaurier, den haben wir dann auch verloren. Wurden beinahe von irgendwelchem Kleinvieh zerfleischt, haben es aber geschafft, und darauf bin ich richtig stolz, diesen wunderschönen Flugsaurier hier zu zähmen, der uns bald auf seinen Schwingen über die Insel transportieren wird. Ja, also eine sehr ereignisreiche Folge, sehr unterhaltsam und Gott sei Dank mit einem positiven Ausgang. In diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch ihr fandet es genauso unterhaltsam wie ich, diese Aufnahme. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder. Bis dahin, haut rein, Leute. Ciao.